Yo, was geht, Leute, und herzlich willkommen zurück zu einem wunderbaren neuen Discord Online Video. Heute tatsächlich mal die Frage, wie bekomme ich mehr DPS? Ja, wie versuche ich mehr Schaden? Das ist eine Frage, die sich vor allen Dingen neue ESO-Spieler stellen. Und ich werde versuchen, einfach mal in dem Video darauf eine Antwort zu geben. Zunächst sollten wir natürlich gucken, was ist DPS überhaupt? DPS kommt aus dem Englischen, sprich Damage per Second, also der Schaden pro Sekunde, den ihr zum Beispiel in einem Dummy oder einem Boss quasi verursacht. Das heißt im Endeffekt, je mehr DPS, also sprich Schaden pro Sekunde ihr macht, desto schneller ist ein Bossfight vorbei. Und das kann tatsächlich im Endeffekt in manchen Situationen sehr hilfreich sein, da manche Dungeons, Mechanics und Bossfights bieten, die sehr schwer sind. Und je mehr DPS ihr habt, desto schneller könnt ihr die Mechanics quasi durchspielen und seid schneller am Ziel. DPS-Tests werden ESO meist an Dummies getestet. Zunächst stellt sich ganz simpel die Frage, welche Ressource wollt ihr? Magicka oder Ausdauer? Ich werde auf Hybriden-Builds hier nicht eingehen, da wir wirklich basic für Anfänger tatsächlich das Spiel ein bisschen erklären. Wenn ihr euch für die magische Art und Weise entscheidet, sprich Magicka, habt ihr natürlich die Magiekraft. Die Magiekraft bestimmt euren Schaden, ja? Genauso wie eure maximale Magicka. Schaden im Endeffekt bei einem Magicka-Charakter ist der magische Schaden und elementarer Schaden, das heißt Feuer, Blitz und Frost. Solltet ihr euch für Ausdauer-Chars entscheiden, habt ihr natürlich im Endeffekt das gleiche Pardon, nur halt als Waffenkraft. Das heißt, ihr verursacht Schaden in Form von physisch, Gift, Seuchen oder Blutungsschaden. Das heißt, im Endeffekt müsst ihr euch zunächst einfach entscheiden, welche Ressource möchte ich, welche Art möchte ich. Möchte ich mit Schwertern, Bögen und, keine Ahnung, zwei Dolchen spielen oder doch lieber mit dem Blitzfrost oder Flammenstab. Ganz simpel, was viele am Anfang, ich sag mal, mehr oder weniger sonderbar quasi verteilen, aber es im Endeffekt trotzdem Sinn macht, speziell beim Questen, beim ersten Charakter, setzt man 4 Punkte, Attributspunkte in Leben. Das könnt ihr gerne machen, speziell wenn ihr euren ersten Char hochzieht, aber ab einem bestimmten Punkt wollt ihr Schaden machen, als Damage hier natürlich, und da empfehle ich euch wirklich 64 Punkte in die Ressource zu packen, die euren Damage boostet, also sprich Magicka oder Ausdauer, je nachdem, wofür ihr euch entscheidet. Im Endeffekt stellt sich natürlich die Frage, wie kann ich meinen Schaden jetzt wirklich boosten? Wie kann ich ihn buffen? Es gibt wirklich sensationell viele Möglichkeiten. Hier sind nur ein paar tatsächlich aufgeführt. Wir werden tatsächlich im Video heute einfach mal drauf eingehen, auf die Tränke. Welche Tränke? Wie nutze ich Tränke? Was können eigentlich Tränke bewirken? Die verschiedenen Buffs. Ganz simple Buffs, die unglaublich viel beim Schaden sowohl auf der Ausdauer wie auch auf der Magicka-Bar quasi verändern können. Die Fertigkeiten. Was für Fertigkeiten will ich eigentlich gerne in meiner Skilllinie haben, in meiner Skillleiste, sowohl Front- wie auch Backbar? Und welche machen in dem Sinne einfach super viel Sinn, sie einfach dabei zu haben? Des Weiteren natürlich die Rotation. Rotationen machen eigentlich den größten Teil eines Damages tatsächlich aus. Und wir gucken uns so eine standardisierte Rotation, die man mehr oder weniger ein bisschen adaptieren kann für jeden Build, tatsächlich an. Ich werde es euch zeigen, allerdings kommt das natürlich direkt auf den Bild an, welchen Bild ihr habt natürlich. Und zu guter Letzt die Sets, im Endeffekt das, was man von links und rechts von allen ESO-Pros hört. Natürlich die Sets, sprich die Bonis, die ihr euer Char quasi durch besondere Gear, besondere Kleidungsbonis bekommt. Die machen natürlich einen großen Unterschied. Allerdings ist das nur ein Part, ja, Damage rauszuholen. Wir werden uns diese Punkte ansehen. Es gibt noch ein paar andere. Allerdings werde ich die weglassen aufgrund dessen, da ich nicht zu confusing jetzt mit diesem Video sein will, dass ich das dann doch sehr an ESO-Neulinge, sage ich mal, dreht oder besser gesagt wendet. Ansonsten würde ich sagen, wir gehen jetzt gleich ins Game und schauen mal, ja, wie das da so aussieht. So, jetzt sind wir hier im Game. Ja, wir sind hier auf meinem Magicka Dragon Knight, das heißt mein ja, Mana Dragon Knight, sprich Drachenritter. Und dem seine Main oder ihre Main Ressource vom Damage ist natürlich Magicka, sprich die Magiekraft. In dem Fall beim Dragon Knight ist es so, dass da die hauptelementare Schadens Kategorie in dem Sinne der Flammschaden ist, wie man ihn unscheinbar vielleicht erkennen kann, sehr viel Feuerschaden. Ja, ganz zu Beginn, ich stehe hier inmitten von vielen verschiedenen Mundussteinen. Und jeder der Mundussteine, hier zum Beispiel Rüstungsdurchstoß oder eben hier tatsächlich erhöht unsere maximalen Magicka. Jeder dieser Mundussteine hat einen Bonus, ja, einen Bonus to go, den man mitnehmen kann.
Und derzeit gibt es einen Stein, der einen Bonus hat, speziell fürs Damage-Dealen, der alle anderen tatsächlich outperformt. Das heißt, der ist besser. Dieser Mondstein heißt derzeit zum Dragonhold Update Chapter der Schatten. Der Schatten gibt uns nämlich einen erhöhten kritischen Schaden. Das heißt, wenn wir kritischen Schaden verursachen, das resultiert natürlich aus unserer Magiekraft. Wir machen mit der Magiekraft Schaden und wir haben einen kritischen Magietreffer, ja, der da ist. Und je höher dieser Prozentsatz ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir mit unserem verursachten Schaden, das aus der Magiekraft mündet oder aus Sets, die uns buffen, natürlich zu kritten. Und der kritische Magietreffer hängt bei dem Charakter bei über 60%. Das heißt, ich kann den Mondstein voll ausnutzen. Am Anfang wird er vielleicht bei euch nur bei 35, 45, 50%, je nachdem, liegen. 50 ist übrigens schon super gut. Das ist super hoch und das ist ganz wichtig, denn jedes Mal, wenn ihr krittet, bekommt ihr bonusprozentigen Schaden mit diesem Schatten. Das geht Hand in Hand mit Skills und Buffs, die ich euch später noch kurz vorstellen werde, die ebenfalls den kritischen Schaden bei Damage-Dealern in die Höhe treiben. Kritischer Schaden ist überhaupt eigentlich eines der wichtigsten Augenmerke bei wirklich guten Damage-Dealern. Dementsprechend nutzt derzeit den Schatten, weil das wirklich der Number One-Mondestein ist. So, das sind Mana-Charakter, also 64 Punkte in Magicka. Von den Attributspunkten wären wir Ausdauer, hätten wir halt 64 Punkte in Ausdauer. Man sieht, wir haben eine hohe Magiekraft, standardisiert 2365. Hättet ihr natürlich Waffenkraft, wäre den Ausdauer-Char, wäre das natürlich deutlich höher, die Waffenkraft. Passend dazu natürlich der Crit, sehr klar. Wichtig ist, dass ihr eine hohe Regeneration habt, beziehungsweise eine Regeneration, die um die 1000 plus hängt. Der DK hat natürlich eine Passive, das heißt, wenn ich jedes Mal eine Ulti droppe, kriege ich Ressourcen zurück. Das heißt, meine muss nicht so hoch sein. Speziell beim Build ist es bei dem hier ja im Endeffekt self-sustained geregelt, das heißt, ich brauche nicht die große Regeneration. Aber bei allen anderen empfehle ich euch wirklich, je nachdem, was ihr Mana oder Ausdauer habt, dass ihr da um die 1000 seid, dass sonst ein bisschen zu ja, eng wird. Foodtechnisch könnt ihr das natürlich buffen, da müsst ihr einfach gucken, was für eine Klasse ihr seid, was für eine Rasse ihr seid und vor allen Dingen natürlich, was für ein Playstyle ihr habt. Seid ihr Ausdauer, seid ihr Mana und wie sieht das Ressourcenmanagement aus? So, einer der wichtigsten Aspekte, nachdem wir jetzt hier mal wunderbar mit den Mondesteinen quasi angefangen haben, sind die Tränke. Die Tränke ist im Endeffekt oder sind im Endeffekt die, ich würde sagen, wichtigste Instanz beim Damage-Dealen. Ja. Vor Sets, vor Rotation, vor sonst was, denn die Tränke ermöglichen euch dauerhaften Sustain. Und das machen sehr viele falsch. Wir haben hier verschiedene Tränke. Ich nehme jetzt mal beispielsweise den standardisierten Essenz der Magier, die man überall im Game kriegt. Wenn ich Schaden verursache, ja, also ich werde jetzt einfach mal mein Schild casten und mal sehen, oh, meine Mana droppt runter auf unter 30%, also in dem Sinne von 100%, auf unter 70%. Dann poppe ich einen Trank und bin wieder bei fast 90% plus die Regeneration. Ja? Ihr merkt was. Ihr habt die Tränke nur, um sie zu sammeln, dass sie schön im Inventar liegen, sondern ihr sollt die auch nutzen. Und bitte nicht, wenn ihr merkt, jetzt bin ich komplett leer. Erst dann Trank nehmen. Nein, 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 nein. Wir nehmen hier nicht erst dran Trank. Wir nehmen sofort, wir können. Und sobald wir merken, oh, wir haben ein paar Ressourcen weggeburnt, ne, durch den Schaden, den wir verursachen, nehmt einen Trank, nutzt den Trank für den Sustain. Und das ist im Endeffekt das ganze Geheimnis. Vom Damage stehen. Das meine ich wirklich ernst. Das sind jetzt die standardisierten Tränke. Die halten nicht so lange an. Wir haben eine 45 Sekunden Cooldown, also bis wir den nächsten Trank wieder nehmen können. Es gibt auch besondere Damage-Dealer-Tränke. Beispielsweise haben wir hier tatsächlich die Essenz der Magiekraft. Der wird natürlich jetzt auf diesem Char besonders gut funktionieren. Da bekommen wir größere Zauberei, sprich den Damage-Buff im Game. Das heißt für 47,6 Sekunden 20% mehr Damage durch die oder mehr Magiekraft. Ja? 20% mehr Damage. Prophetie, ebenfalls die gleiche Anzahl, 47,6 Sekunden lang, erhöhten kritischen Treffer. Um 2191 stellt Mana her und gibt uns Elect, also sprich im Endeffekt Magicka Regeneration. Das heißt, wir haben mit einem einzigen Trank einen Damage Buff, einen Crit Bonus, ein Ressourcenmanagement und eine Regeneration. Das heißt, vier Bonis in einem Trank. Geiler, und das meine ich wirklich ernst, werdet ihr es in dem Sinne fürs Damage Deal nicht haben. Allerdings sind diese Tränke tatsächlich kein Muss. Das Pendant dazu, Waffenkraft. Essenz der Waffenkraft für Ausdauer-Chars. Ihr bekommt größere Brutalität, also sprich 20% mehr Waffenkraft. Wildheit, sprich Crit.
hinbekommt. Ausdauer und ihr braucht Beständigkeit. Mit diesen Tränken braucht ihr überhaupt keine Self-Buffs. Das heißt, ihr braucht keine Fertigkeiten, die euch diese Bonis geben. Denn die gibt es tatsächlich auch im Game, die werde ich kurz ansprechen gleich. Das heißt, ihr seid komplett verpflegt und ihr merkt 47,6 Sekunden. Das sind länger, in dem Endeffekt der Cooldown ist länger. Die wirkt auch länger als der Cooldown, sprich 45 Sekunden. Das heißt, ihr habt eine 100% Uptime an euren Buffs. Sobald ihr natürlich euren Trank nehmt. Und den müsst ihr natürlich nehmen. Also, euer Damage geht hoch, eure Regeneration geht hoch, euer Sustain geht hoch und auch euer Crit geht mit so einer Essenz der Magie oder Essenz der Waffenkraft, je nachdem, ob Ausdauer oder Mana, geht hoch. Ganz kurz für die Leute, die es interessiert: Essenz der Magiekraft, da braucht ihr natürlich Tranklösemittel. Kornblume, Namias oder so, Fäulling, ich glaube Fäulnis irgendwie. Das ist so ein Pilz. Und Wiesenschaumkraut. Für Essenz der Waffenkraft braucht ihr tatsächlich halt wieder euren Trank. Lösemittel, je nachdem welche Stufe ihr seid, das hängt davon ab. Benediktenkraut, Drachendron und ganz simpel Wermut. Macht euch einen Crafting-Shop, sammelt Sachen, genießt das Crafting. Es wird euch vieles erleichtern. Denn wenn ihr jedes Mal die Tränke kaufen müsst, ist nämlich teuer. Mein Charakter ist was Besonderes, was heißt Besonderes, aber mein Charakter ist ein Selbstversorger. Das heißt, in meiner Fertigkeitenlinie habe ich tatsächlich hier größte Prophetie, also sprich den Crit-Bonus, ja, und auf der Berg war tatsächlich die größere Magiekraft, also größere Zauberei, schon abgedeckt mit meinen Fertigkeiten. Ja. Das heißt, auf dem Char beispielsweise bräuchte ich jetzt keine Essenz der Magiekraft, sondern kann tatsächlich, wie ich es auf dem Char tatsächlich mache, weil ich es natürlich abgedeckt habe, kann ich natürlich dann Dreier-Stats-Tränke nehmen, sprich, die mir Leben, Mana und Ausdauer geben, sprich, mit den diversen Regenerationen, da ich ja den Schaden schon quasi ohnehin quasi, selbst mich versorge. Ja? So, wie sehen die Icons aus? Ganz simpel. Wir gehen jetzt mal zu dem Dummy. Und ich mache jetzt hier mal meine Degeneration rein. Zack. So. Ich habe jetzt eine erhöhte Magiekraft. Wir sehen, von 2838 von 2300 höher gegangen. Der Buff sieht so aus, größere Magiekraft. Passend dazu größere Wildheit und größere Prophetie. Die beiden kriege ich natürlich von diesem wunderbaren Skill. Das kommt von eurer Klasse ab. Der DK versorgt beide Stats quasi. Ne? Das ist nicht bei jeder Klasse gegeben. Allerdings hat man genug Möglichkeiten, sich die Bonis im Effekt zu beschaffen. Genau. Wenn wir jetzt mal dabei sind bei den Icons, der DK hat tatsächlich als Klasse einen Bonus, nämlich, also was ist ein Bonus, ein Skill, geschmolzene Waffe, die werde ich jetzt kurz mal hier vorne reinpacken, die gibt uns erhöhte Magiekraft und Waffenkraft gleichzeitig. Durch die Passiven vom DK kriegen wir sogar kleine Brutalität, das ist nochmal ein kleiner anderer Buff. Das heißt, wir kriegen größere Zauberei 20%, größere Brutalität 20%, kleine Brutalität aufgrund dessen, dass wir ein DK sind. Ein Templer zum Beispiel kriegt kleinere Zauberei. Ansonsten gibt es gar keine Klasse, die den kleinen Bonus einfach so quasi bekommen, von der Klasse selber. Das heißt, hiermit könnt ihr mit diesen Fertigkeiten im Endeffekt euren Damage buffen, ohne dass ihr quasi in dem Sinne einen extra gebrauten Trank benötigt. Ja? Wenn ihr jetzt fragt, ja, aber ich habe einen Nekromanten, der hat gar keine Damage Buffs in seinen Klassenfertigkeiten. Derzeit ist, glaube ich, auch der Nekromant die einzige Klasse, die das nicht hat. Ganz simpel, wenn ihr Ausdauer seid, zwei Hände, Momentum gibt euch größere Brutalität. Wenn ihr mit zwei Waffen unterwegs seid, verborgene Klinge, gibt euch größere Brutalität. Wenn ihr ein Mana-Charakter seid, müsst ihr die Magier-Gilde leveln. Die Magier-Gilde gibt euch mit dem zweiten Skill größere Magiekraft. Das heißt, ihr habt, egal welche Klasse ihr seid, immer Zugriff auf diese Buffs, wenn ihr die in den Fertigkeiten haben wollt. Das heißt, für Mana-Charaktere Magier-Gilde. Und je nachdem, welchen Playstyle ihr bevorzugt, bei Ausdauer-Chars habt ihr im Zweihänder und auch bei den zwei Waffen die Möglichkeit. Bogen beispielsweise hat nicht die Möglichkeit, allerdings könnt ihr A natürlich immer durch Tränke euch buffen, was die meisten sowieso machen sollten. Allerdings machen die meisten Leute eh nicht ein Double-Bow-Build in dem Sinne, sondern haben meistens zwei Waffen vorne und auf der Bergbar Bogen. Das kommt ganz drauf an, wie euer Bild ist. Aber ihr habt genug Möglichkeiten. Ein anderer Buff, der euren Damage bufft, ist natürlich die richtige Rüstung tatsächlich. Nehmt, je nachdem, was für eine Rüstung ist, sprich leicht für Mana, mittel für Ausdauer, schwer für Tank, nehmt die Attributspunkte. Tut sie rein. Wenn ich jetzt wundere, warum habe ich die ersten drei hier von mittel und schwer aktiv? Aus dem simplen Grund, weil ich tatsächlich mit dem Monster Set mit einem Piece im Endeffekt
von den 7 möglichen Set-Teilen, die man anhaben kann, habe ich 5 natürlich für die leichte Rüstung, damit ich alle Bonis ausfüllen kann. Man braucht 5. Und zwei hatte ich über, also habe ich eine mittlere, eine schwer, damit ich die Bonis, die ersten 3 Bonis, die dafür auch gelten, mitnehmen kann. Das kommt darauf an, wie euer Bild ist. Kriegel. So, da gibt es einen ganz coolen Buff, der ebenfalls für jeden Damage-Dealer im Endeffekt zur Verfügung steht, nämlich Stachelfalle. Stachelfalle gibt euch einen Buff, nämlich kleinere Kraft, der da so wunderbar steht. Das erhöht unseren kritischen Schaden um 10% und ihr werdet bei jedem, egal ob Ausdauer oder Mana-Charakter, diesen Skill sehen. Man setzt eine Falle auf den Boden, alles was da drin ist, gibt uns die Möglichkeit, erhöhten kritischen Schaden zu verursachen. Und das macht speziell in Kombination mit, wie wir es vorhin gelernt haben, mit dem Mundostein, unfassbar viel Schaden. Okay? Also, levelt die Kriegergilde, tötet Untote, nehmt die Questline an und im wahrsten Sinne des Wortes, gönnt euch diesen Skill. Den werdet ihr brauchen. So, okay. Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig Tränke sind, wir haben darüber gesprochen, was die einzelnen Buffs sind, Fertigkeiten am Charakter selber und natürlich auch durch Tränke. Man soll immer Tränke nehmen, sobald man kann, für Sustain, denn wenn ihr keine Heavy Attack machen müsst, eine Heavy Attack kostet Zeit, ihr könnt keinen Schaden machen, droppt euer DPS. DPS, es gibt natürlich verschiedenste Möglichkeiten, sein DPS zu testen. Die meisten machen das an einem Raid Dummy. Da der im Grunde grob einen Raid simuliert, wo euch 2 Heiler und eventuell 2 Tanks den Damage buffen. Ja, das heißt, wenn ihr jetzt mal meine Bar anguckt, ich habe jetzt wenig aktive Fertigkeiten, halt eigentlich nur Prophetie und von meinem Set und dem Mundostein aktiv. Wenn ich das jetzt antippe, pop, habe ich im Endeffekt eine riesige Auswahl an verschiedenen Buffs, die mir das Game im Endeffekt vorschlägt. Man sieht sofort, mein Spell Damage, also sprich meine Magiekraft ist ganz weit oben. Und ja, ich kann loslegen. Zudem kriegt ihr hier beim Raid-Dummy immer eine kleine Synergie, die euch nochmal Ressourcen zurückgibt. Das simuliert nicht ganz einen Raid. Ein Raid kriegt ihr wahrscheinlich in dem Sinn noch mehr Sustain. Allerdings werdet ihr in dem Sinn natürlich die Mechanik spielen müssen. Das heißt, ihr werdet nicht die ganze Zeit einfach hier stehen können und eure Rotation durchführen können. Hm? Also es ist durchaus realistisch. Ich sage das deswegen mit den ganzen Buffs, denn die meisten Tests, vor allem von Meta-Builds, die 70-80k maximal derzeit hitten, werden an dem wunderbaren Dummy hier getestet, weil die Zahlen einfach höher sind, weil mehr Leben, zum Schluss dann dementsprechend mehr Execute-Schaden, dementsprechend gehen die Zahlen halt höher. Wenn ihr wahrscheinlich als Casual-Player die an der 3-Millionen-Puppe testen werdet, wird euer DPS deutlich geringer ausfallen, aus dem simplen Grund, weil ihr euch selbst versorgt. Ihr habt keine Synergie und keine Buffs, die euch die Puppe gibt. Ja? Okay, das zu den wunderbaren Puppen, Übungspuppen. Kommen wir jetzt einfach mal zu den Bars. Wir haben eine Frontbar, eine Primärbar und eine Backbar, eine Reservebar. So, es gibt verschiedenste Arten von Schaden im Game. Abgesehen jetzt mal von den Buffs gibt es Dots, es gibt AoEs und es gibt Single Target. Was ist ein Single Target Skill? Beispielsweise meine Peitsche ist ein Single Target Skill. Das heißt, ich verursache Schaden an einem Target. Nur an dem, wenn nebendran noch ganz viele andere Dummies stehen würden, ich würde trotzdem nur diesem Target Schaden verursachen. Diesen Dummy. So, dann gibt es Dot Damage. Beispielsweise wäre das mein, dieser Skill hier tatsächlich, das ist ein Dot. Also ein Damage over Time, ein Schaden über Zeit Skill. Das heißt, ich mache einmal Schaden und wir sehen, Schaden über Zeit. Des Weiteren gibt es AoEs, ja, also Area of Effect, also Flächenschaden. Beispielsweise dieser hier. Boom. Dot. Tick, tick, tick. Das sind im Endeffekt auch Schaden über Zeit, allerdings nicht am Gegner selbst applied, sondern in der Umgebung gelegt. Das heißt, das kann nicht nur für den einen gelten, sondern jeder, der hier reinrennt, kriegt den Schaden ab. Ohne dass ich ihn extra quasi wie mit dem hier anpusten muss. Ja? So, ist ganz, ganz wichtig, diesen Unterschied erstmal zu kennen. Zweitens habt ihr natürlich eure Ulti, sicherlich euer Schadensschild oder bei Ausdauerschaden ist das meistens Elan, um sich zu heilen, je nachdem. Genau. Beastrap und größere Zauberei haben wir natürlich aktiv, genauso wie hier die Prophetie. Das ist ganz cool. Was ich euch immer empfehle, egal ob ihr Ausdauer oder Mana-Char seid, auf der Hauptbar, ja, empfehle ich euch immer, eure aktiven Skills zu haben. Das heißt, eure Skills, die den meisten Schaden machen, mit denen ihr eine gewisse Kombi habt. Beim DK wäre es beispielsweise Unbreathen, Light Attack, Swipe, im Endeffekt, wie heißen sie nochmal, die wunderbaren Feuerkugeln, ich weiß gerade gar nicht, wie sie heißen. Und im Endeffekt dann halt den Dreierbonus der Peitsche auskosten und boom, extra starken Whip machen. Ganz simpel.
So einfach ist es. Das wäre meine Kombi. Ganz simpel. Natürlich habe ich eine Rotation, aber das ist die Kombi, meine Main Damage Kombi, die am meisten Schaden macht. So, das heißt eine aktive Kombi, die ich machen muss. Auf der Backbar haben wir meistens die Dots oder AoEs, je nachdem, was für ein Chai seid. Das heißt, ich habe hier meine Major Sorcery, also sprich meine größte Zauberei. Ich habe hier einen ersten AoE-Effekt, ich habe meinen zweiten AoE-Effekt, ich habe hier wieder einen Dot-Damage von der Beast Trap. Ich habe meinen Heal in dem Fall, wenn es ja, Content ist, wo ich mich auf die Leute verlassen kann, kann ich hier auch nochmal einen extra Damage Point oder Fertigkeit reinpacken. Und wenn das alles tickt, wechsle ich erst auf die Hauptbar und fange dann erst an, hier mit meiner aktiven Rotation quasi Schaden zu verursachen. Ja? Ganz simpel. So einfach, wie es klingt. Mehr ist es nicht. Das heißt, wenn ihr sagt, ihr seid ein Ausdauer-Char, die meisten Ausdauer-Chars haben entweder in den Klassen halt gewisse Damage over Times oder nutzen einfach auf der Werkbar einen Bogen, da sie mit Fileslava natürlich einen Dot haben. Der Schaden fällt natürlich als Ausdauer-Char wieder mal deutlich höher aus. Ne? Ist ja klar. Das heißt, auch als Ausdauer-Char habt ihr meistens auf der Werkbar eure AoEs, vielleicht auch eure Buffs und auf der, also hier auf der Backbar und auf der Frontbar tatsächlich eure aktiven Skills, die euch Schaden machen. So, das ist zur Aufteilung. Da müsst ihr natürlich individuell gucken, was für ein Bild ihr seid, was für eine Klasse ihr seid, was für eine Ressource ihr habt. Genau, wunderbar. Rotation. Wie ist so eine standardisierte Rotation? Wie läuft die eigentlich ab? Im Endeffekt, egal ist, wie ihr es aufgebaut habt, sagen wir mal, wir gehen davon aus, auf eurer Backbar sind eure Dots und AoEs, oder besser gesagt eure AoEs und eure Buffs und auf der Hauptbar ist eure Kombi. Ja? Ich nenne sie jetzt einfach mal die Kombi. Ich beispielsweise gehe meistens damit vor, dass ich erstmal die Dinge, die Zeit brauchen, also eine Cast-Time haben, erstmal runtersetze. Beispielsweise die Beast Trap. Ja? So, das ist das Erste, was ich mache. Dann mache ich meistens einen Light Attack, da eine Light Attack euch ultimative Kraft gibt. So, und dann spiele ich einfach die Rotationsbar hier runter. Das heißt, ich gebe mir größere Zauberei, habe einen Dot drauf, mache den ersten AoE-Effekt, mache vielleicht mal einen Light Attack für den Verbrennstatus, setze dann die zweite AoE und wechsle dann auf die Hauptbar, wenn alles tickt. Und dann fange ich ganz simpel meine Rotation an. Wupp, 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 wupp. So, kommt ganz drauf an, was für ein Char ihr seid. Seid ihr ein Ausdauer-Char, würdet ihr sicherlich auch erst Beast Trap machen, euren Buff aktivieren, vielleicht vorher noch, dann wahrscheinlich die Fileslava aktivieren, auf die Backbar, auf die Frontbar rüberziehen und je nachdem, ob ihr ein Zweihandbild habt, den Aufwärtshieb, einen Light Attack, kommt ganz darauf an, was für eine Klasse ihr seid. Ja? Das heißt, im Endeffekt, bei einer Rotation ist es eigentlich wichtig, dass immer eure Dots, also eure AoEs und eure Dots immer ticken, ganz simpel, dass ihr immer sagt, okay, die sind immer 100% da und dann kümmert ihr euch erst um den aktiven Schaden. Und mit der Zeit wird es immer schneller und ihr merkt dann irgendwann, ja, jetzt kann ich hier noch eins, zwei, keine Ahnung, drei Light Attacks machen, mit leichte Angriffe mit der Peitsche. Oh, guck mal, und jetzt kann ich erst die AoEs quasi reinsetzen. Oh, Trank habe ich ganz vergessen. Wieder applyen, dass ich wieder mehr Schaden mache. So. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, setzt erst eure ganzen Buffs und eure Ground AoEs, macht dann eure effektiven Front-Buff-Skills, was auch immer die Kombi sein wird, und bevor die austicken, geht ihr wieder auf die Backbar und aktiviert die wieder. Ja? Einfach damit ihr 100% Damage immer am Tag macht. Hierbei poppt ihr so viel Tränke, wie ihr ja, trinken könnt, im wahrsten Sinne des Wortes. Droppt die Ulti, je nachdem. Kommen wir jetzt nochmal zu den Skills, zu den Sets. Sets sind wichtig, natürlich habe ich hier natürlich nur die Mana-Version. Ich werde jetzt nicht direkt auf die Sets eingehen. Sets haben meist 5 Gegenstände, eigentlich immer. Es sei denn, es sind perfekte Raid-Gear-Sets, dann haben sie manchmal so einen kleinen Boni noch mehr. Macht aber nicht großartig Unterschied. 5 Gegenstände, die uns 5 Bonis geben. Zum Beispiel maximale Magicka, Magiekraft, Crit, was immer wichtig ist. Und der fünfte ist meistens immer der beste Boni, der stärkste Boni. Da gibt es manche im Game, die sind deutlich besser als andere, manche sind schlechter. Wenn ihr Damage Dealer seid, wollt ihr hier erhöhte Waffenkraft haben. Als Magicka-Charakter erhöhte Magiekraft. Wenn ihr mit elementaren Schaden macht, könnt ihr gerne auch hier Flammenschaden, Frostschaden, Blitzschaden. Wenn ihr einen Dodge Char seid, also ein Damage over Time Char, könnt ihr hier gerne ein Set nehmen, das euren Damage over Time, also einen Schaden über Zeit, bufft. Beispielsweise tödlicher Stoß. Das Ausdauer-Char. Oder Sets, die euch im 5er Boni erhöhten physikalischen Schaden geben, für einen gewissen Prozentsatz. Durchdringung, etc. Ja? Guckt immer den 5er Boni an, bevor ihr die anderen anguckt und überlegt, ist es das wert? Fragt im Gilden-Chat nach und die werden euch garantiert eine ehrliche Antwort geben, dass, das ist eigentlich meistens der Fall, weil im Großen und Ganzen ist die Community von ESO sehr hilfsbereit und sehr fröhlich. Dementsprechend ja. Was ich aber eigentlich viel mehr drauf eingehen will,
ist die Trade Art. Wir haben verschiedene Trades, also hier beispielsweise. Beispielsweise präzise. So. Das heißt, präzise erhöht unsere kritischen Waffen und Magietreffer, beziehungsweise Werte. Um 7%. Das heißt, wir haben auf der Hauptbar oder wo auch immer wir das spielen, höheren Prozentsatz in den Stats. Wo sehen wir das natürlich nochmal? Ganz kurz. Beim Charakter. Dort. Das merken wir. Das heißt, die meisten Damage-Dealer haben auf ihren Frontbar-Waffen präzise. Es sei denn, sie haben in dem Sinne Dolch, aber das ist nochmal eine andere Kategorie. Die ihren kritischen Treffer wieder in dem Sinne um prozentualen Status erhöhen. Eine Glyphe oder eine Verzauberung, die sehr gern gesehen wird bei Damage-Dealern, ist die Glyphe Waffenkraft. Die erhöht euch eure Waffen und Magiekraft 5 Sekunden lang um 348. Manche nutzen die auch auf der Hauptbar, auf der Backbar mit erfüllt, die den Verzauberungseffekt natürlich nochmal verstärkt. Das heißt, hier würdet ihr mit der Verzauberung sogar noch mehr Schaden rausholen können. Ich habe das so tatsächlich, was beim Bild quasi so ist. Das heißt, wenn ich jetzt einen Light Attack mache, bupp, habe ich trotzdem eine erhöhte Magiekraft für ein paar Sekunden, weil ich natürlich in dem Sinne die Glyphe ausgespielt habe. Ja? Also, ihr merkt, auch durch Verzauberung könnt ihr nochmal Schaden rausholen. Egal welches Set ihr habt, Setup ihr habt, Monster-Sets sind ganz cool. Guckt immer, dass die Monster-Sets zu eurem Char passen. Das heißt, nehmt bitte ein Set, das eurer Ressource entspricht. Das heißt zum Beispiel bei mir ist es Zahn, Flammenschaden, Crit, Magie-Crit. Grofka, gib mir Magicka, gib mir Flammenschaden. Valkyrskoja, gib mir Leben, gib mir wieder Flammenschaden. Geht alles Hand in Hand mit meinem elementaren Damage-Stile. Ausgewogene Builds spielen manchmal heute auch zutage einfach zwei Sets, die gar nicht zusammenpassen. Ne? Es sind ja immer zwei Set-Bonis bei Monster-Sets. Die sich doppelt zum Beispiel Crit, magischen Crit-Treffer oder einen kritischen Waffentreffer geben, je nachdem. Dann sind es halt Crit-Builds. Was ich zum Beispiel nicht machen sollte bei dem Char, was man trotzdem machen kann, ja, speziell im Overland, wenn ihr daran Spaß habt, macht das. Es geht um Spaß im Spiel. Ein Ausdauer-Damage-Dealer Monster-Set nehmen. Zum Beispiel hier maximale Ausdauer und in dem Sinne einen gewissen Schaden. Ja. Das ist zwar cool, es klingt auch gut, ist auch für den Anfang, glaube ich, ganz nett. Aber es ist nicht eure Ressource, weil ihr hier Ausdauer kriegt. Es ist ein Waste. Hier könntet ihr einen anderen Boni haben, der besser ist. Zum Beispiel kritischen Magietreffer, maximaler Mana. Oder halt in dem Sinne vielleicht sogar Magiekraft. Je nachdem. Also guckt, dass euer Monster-Set passend mit eurer Ressource geht. Das macht sehr viel Damage aus. Des Weiteren, der Trade von der Gier. Göttlich. Wenn ihr den maximalen Schaden haben wollt, müsst ihr auf göttlich gehen, da göttlich den Mundusstein-Effekt um einen gewissen Prozentsatz erhöht. Das heißt hier wieder, Mundostein, haben wir gelernt, Beste der Zeit ist kritischen Schaden, boostet den prozentual. Das ist super geil und macht super viel Sinn. So, also göttlich. Braucht ihr die Gier auf Gold? Nein, braucht ihr nie. Ich habe Modsets meistens auf Gold, weil die sich nicht verändern großartig. Aber die Grundgier habe ich meistens im Allgemeinen tatsächlich fast immer auf Lila. Warum? Weil Lila von der Kostwilligkeit relativ gut dabei ist, die kann man sich gut aufwerten, die Gear, also von je nachdem, ob es Dungeon ist oder Overland, halt grün, blau, lila, gold. Lila ist dann super Trade Mitte. In meisten Fällen, wenn ihr ein Set habt, das einfach nie verändert wird, das immer gut war, könnt ihr auch auf Gold gehen. Ja? Das ist eine Möglichkeit. Allerdings Gold ist natürlich vom Set-Bonus her die beste Wahl, weil der Set-Bonus wird dadurch besser. Allerdings ist Gold meistens overrated, sprich, es sind nur ein paar Prozent, wo ihr quasi mehr oder härter hitten könnt. Und vor allen Dingen kann es von Patch zu Patch, wie es derzeit in ESO ist, sein, dass ein Set plötzlich genervt wird. Dementsprechend empfehle ich euch eher, auf Lila zu spielen. Ansonsten, etwas, was die meisten auch vergessen, ist die Verzauberung vom Schmuck. Die Trades sind hier immer ganz egal. Wenn ihr Damage-Dealer seid, nehmt ihr Magiekraft für Mana-Charaktere und Waffenkraft für Ausdauer-Charaktere. Und verzaubert gerne den Schmuck. Zwei Pieces, wenn ihr merkt, ihr braucht Regeneration, packt ihr eine Regenerationsverzauberung drauf. Wenn ihr sagt, hey, meine Regeneration ist perfekt, dann nehmt ihr in dem Sinne dreimal Damage. Nehmt die Verzauberung auf dem Schmuck mit. Das macht unglaublich viel aus und ich sehe immer wieder, auch vor allem bei mir selber, dass ich sie einfach vergesse und dann mich wundere, hey, wo ist mein Spell-Damage hin? Ja, einfach mal vielleicht den Schmuck verzaubern. Macht super viel aus. Wirklich sehr, sehr krass. So, ich glaube, ich habe genug gelabert. Ist jetzt doch ein bisschen länger geworden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Das heißt, wir haben im Endeffekt einfach viel gelernt. Wir haben Tränke, die uns buffen und versorgen. Wir haben Skills, die vorne eine Combo bieten und hinten natürlich ein AOE. Wir haben Skills, die uns buffen
Wir haben Tränke natürlich, die uns buffen. Wir haben Ultis, die extrem Schaden raushauen können in dem Sinne. Und wir haben in dem Sinne natürlich auch Set-Bonis, Set-Verzauberungen, Gear-Trades, ne? Die einfach einen großen Unterschied machen können. Wir haben einen Mundenstein. Wir haben super viele verschiedene Möglichkeiten, Schaden rauszuholen. Komplett abgesehen von dem individuellen Bild. Das gilt nämlich in dem Sinne für fast jeden. Wirklich diese Bonis auszuspielen und diese Bonis zu kennen und zu nutzen. Dementsprechend, ja, hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Eine Kleinigkeit, die ich vielleicht jetzt noch anschneiden werde, fällt mir gerade ein. CP-Punkte. Wenn ihr später mal Champion-Level habt, ist es super simpel. Der blaue Tree ist für Damage da. Ja? Der ist für Damage da. Der Lehrling ist für alle Magiker Damage-basierten Fertigkeiten. Das Ritual, bis auf einer, für alle physikalischen Damage-Dealer-Einheiten. Ja? Und in der Mitte gilt es für beide. Das heißt, der einzige Stern-Trade, sage ich mal, der hier tatsächlich so ist, dass ihr den auch für Mana-Charaktere spielen könnt, ist Turma Talk, also sprich der Schaden über Zeit. Den könnt ihr erhöhen, der gilt natürlich für Mana-Fertigkeiten genauso. Ansonsten ist das alles ein Pardon. Crit, Ausdauer-Crit, Durchdringung, physikalischer Schaden, Giftschaden, Seuchenschaden. Im Pardon dazu die Mana. Mana-Crit, elementarischer Magie, Frost, Flammenschaden, Durchdringung. Ja? So simpel wie es klingt, so ist es auch. Also guckt einfach, wie es euch verteilt. Was ich immer empfehle ist, geht nicht über 23%. Denn die letzte Prozentsatz, meistens bei den Damage-Prozenten, wenn ihr so hoch gehen könnt, bringt euch meistens nichts mehr. Also guckt, wie viel Punkte ihr wasten müsst für 1% und habt möglichst immer eine komplette Prozentleiste on, also sprich 20%, 21%, 22%, nicht 21,8% oder 21,85%, weil diese 85% gelten nicht mehr, nur die Flatten, also sprich die 21% gelten. Also guckt, dass ihr da nah dran seid, wenn ihr 11% habt, nehmt die 11,10%, damit ihr auf 11 kommt, aber niemals 11,5. Da 11,5 0 oder 50% in dem Sinne ein Waste of Points sind. Genau, dazu habe ich noch auf dem Channel irgendwo ein Video, wo ich das ein bisschen im Detail erklärt habe. Könnt ihr gerne unter CP-Punkte angucken. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, gebt ein Like, abonniert den Channel. Ja, hier findet ihr vielen weirden Stuff. Und ja, ich bin raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, vielleicht wird euer Damage damit höher gehen. Ich persönlich bin nicht der Damage Master, ich schaffe nur ein DPS von knapp roundabout 60k derzeit im Dragonhold Update. Dementsprechend, ich komme sehr gut zurecht, ich bin sehr zufrieden damit. Ja, ciao, ciao, macht's gut.